diesem Tutorial zeige ich, wie man Audacity-Dateien speichern oder exportieren kann. Falls ich jetzt mein Projekt, wie ich es jetzt so habe, abspeichern und in einem späteren Zeitpunkt weiterarbeiten möchte, genau mit diesen Tonspuren, dann kann ich das Projekt speichern. Das mache ich über Datei, Projekt speichern unter. Dann kann ich das an meinem gewünschten Ort speichern. Ganz wichtig ist, dass alle Töne, die ich in dieser Audacity-Datei verwende, also bei mir ist jetzt das hier der Beispielton und das Bellen, dass die immer am gleichen Ort bleiben. Also am besten machen wir also ganz am Anfang, bevor wir das Projekt startet, einen Ordner, wo alle Dateien reinkommen, die man nachher für das Projekt braucht. Also ich habe jetzt zum Beispiel bei mir einen Ordner gemacht, wo alle meine Tondateien drin sind, das heisst, der Beispielton ist drin und das Bellen. Falls ich die nämlich jetzt verschieben würde, würde Audacity die Dateien nicht mehr finden und ich könnte eigentlich wieder von vorne anfangen. Darum ist es ganz wichtig, dass der Ordner einmal erstellt wird und nachher alle Dateien dort bleiben. Anschließend kann ich das Projekt wieder mit Öffnen holen und dann erscheint es genau wieder so, wie ich das zuletzt verloren habe. Falls ich jetzt meine Audacity-Datei gerne exportieren möchte, also dass ich nachher das an einem anderen PC oder an einem anderen Gerät könnte ablösen, dann gehe ich über Datei Ton exportieren. Dann wähle ich hier den Bereich aus, wo ich das gerne reinspeichern möchte und gehe auf Speichern. Jetzt gibt es nochmal eine Warnung, eben die ganzen Tonspuren werden zu einer zusammen da. Also nachher, wenn ich die Datei wieder mit Audacity auftue, hätte ich nur noch eine Tonspur von dem, was ich jetzt zusammen gemischt habe. Anschließend kann ich hier noch weitere Einstellungen angeben und weitere Infos und gehe dann auf OK.